In Japan hat Kaiser Akihito seinen 85. Geburtstag gefeiert. Mehr als 75.000 Menschen sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Es ist seine letzte Geburtstagsfeier im Kaiserpalast von Tokio, bevor er abdanken wird. Nächstes Jahr am 1. Mai soll sein ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, den Thron übernehmen. Akihito ist seit dem Tod seines Vaters 1989 Kaiser von Japan. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Zweiten Weltkrieg unzählige Menschen ihr Leben verloren haben und dass der Frieden und Wohlstand unseres Landes auf diesem großen Opfer und auch auf den unermüdlichen Leistungen des Volkes beruht. Der Kaiser betonte ebenfalls, wie wichtig es sei, der Jugend die Geschichte mit Genauigkeit beizubringen. Obwohl das Amt des Kaisers in Japan ein rein repräsentatives ist, ohne politische Macht, wird er von der Bevölkerung sehr geschätzt.